Einige von euch haben mich gefragt, ob sie nach längerer Zeit des Führerscheinentzuges, zum Beispiel nach 15 Jahren, den Führerschein einfach so wieder beantragen kann. Na, beantragen kann man ihn schon, aber eine große Aussicht auf Erfolg, ihn wiederzubekommen, hat man dabei meistens nicht. Denn der Führerschein ist ja in den meisten Fällen entzogen, wenn man sich nicht verkehrsgerecht verhalten hat. In den allermeisten Fällen war der Entziehungsgrund ja eine Trunkenheitsfahrt. Und wenn man dann über 1,6 Promille vertragen hat, dann bekommt man den Führerschein nicht so einfach zurück. Man wird aufgefordert, eine MPU abzulegen. Und die Straßenverkehrsbehörde hat dazu auch recht, denn es ist mittlerweile anerkannt, dass derjenige, der über 1,6 Promille vertragen hat, so alkoholgewöhnt ist, dass man ihn für untauglich zum Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr hält. Das heißt, MPU ist dringend erforderlich und die besteht man nicht, ohne sich darauf nicht eingehend vorbereitet zu haben. Dazu werden allerdings Kurse angeboten vom TÜV, die man besuchen kann. Und wenn man sich da ordentlich vorbereitet und vielleicht zusätzlich auch noch bei den anonymen Alkoholikern war und auch da ein positives Bild hinterlassen hat, dann kann man mit der Wiedererteilung der Fahrerlaubnis rechnen. Aber ansonsten sieht es schlecht aus.